überhaupt mal im Rahmen der Auftragsklärung sich ein Bild zu verschaffen, von welchen Begriffen sprechen wir hier eigentlich? Was sind eigentlich die Sprachbilder? Was sind eigentlich die Verständnisse? Was sind auch die Sichtweisen und vielleicht auch Missverständnisse, wenn wir uns mit dem Thema Strategie beschäftigen? Das wäre so der erste Teil, dass man überhaupt mal guckt, wie kommt man mit dem Kunden auf ein gemeinsames Strategieverständnis. Ideen, die wir haben, testen wir erstmal im Kleinen, wo ihr am meisten das Problem habt. Wie Bernd Schmidt immer sagt, also erstmal ein kleines Brötchen backen, aber das Ganze schon mit unserer Haltung und mit Beteiligung und so weiter und dann das Große. Also dann hätte man eigentlich gesagt, okay, schon eine Lösung zweite Ordnung. Fünftens haben wir darüber gesprochen, dass wir dann, wenn wir dann einsteigen, dass die Ressourcen der Organisation viel stärker nutzen wollen. Wenn man aber von vornherein offenlegt und sagt, was ist das Ziel des Ganzen und wir wollen jetzt hier nicht sagen, du kannst es nicht, die Schulnote ist gut oder schlecht, sondern wir wollen nur anregen, drauf zu gucken, wie weit ist diese Readiness, auch wenn sie halt weich ist und dann darf es auch Schwachpunkte geben. Finde ich es absolut als Check und als Wirklichkeitsüberprüfung finde ich das sehr hilfreich, was ihr da macht. Und dann nochmal den zweiten Punkt. Das war in der Gruppe ja auch vorhin ein Zettel Strategieentwicklung gleich Gemeinschaftsaufgabe. Wir haben es mal genannt, eine regiebasierte Organisationsleistung.